Wie ihr wisst, treffen wir uns hier an dieser Stelle normalerweise in letzter Zeit öfters mal für den Harry und Meghan Club. Aber heute soll's mal was anderes sein, ein anderes Thema. Wir gehen nicht ganz so weit in die Welt hinaus, sondern bleiben relativ heimatnah und schauen uns das niederländische Königshaus genauer an. Mein Name ist Petra von Strax. Ich begrüße euch recht herzlich auf meinem Kanal KTT, Kronentee und Traditionen. Und ja, bin wie immer euer royaler Erklärbär. Okay, dann geht's los mit den Niederländern. Das niederländische Königshaus hatte ja in den letzten Generationen eigentlich zumeist Damen, nämlich Königinnen. Und erst jetzt mit Willem Alexander ist seit langer Zeit der erste Mann wieder auf den Thron gekommen. Aber da Willem Alexander 3 Töchter anzubieten hat, dürfte die nächste Königin eine Königin sein. Okay, ich merke schon, ich bin heute wieder total lustig. Aber okay, die Themen, die wir mit dem niederländischen Königshaus zu besprechen haben, sind ehrlich gesagt wenig lustig. Also so richtig fröhlich und heiter wird es eigentlich erst, als Maxima auftaucht. Aber da geht noch ein bisschen Wasser den Rhein runter, bis es soweit ist. Beginnen will ich tatsächlich mit Königin Juliana der Niederlande. Die beiden waren auf dem niederländischen Thron oder waren das niederländische Königspaar zu sehr, sehr schwierigen Zeiten, nämlich während des Zweiten Weltkriegs. In der Zeit des Dritten Reichs in Deutschland waren auch besetzt durch die deutsche Wehrmacht. Also es waren sehr, sehr schwere Jahre für die Niederländer. Und Bernhard zur Liebe Biesterfeld hat im Nachgang die Dinge nicht wirklich verbessert. Denn das Problematische war, dass er bereits 1933 in die NSDAP eingetreten ist und praktisch gleichzeitig in die sogenannte Reiter-SS. Das heißt, es war eine Sonderabteilung der SS, die eben Briten war. Und er war also, kann man wohl ohne Zweifel sagen, ein überzeugter Nationalsozialist. Das ist sicherlich in späteren Jahren oftmals ein bisschen hinterfragt worden, aber ich denke mal, wer 1933 in die Partei eingetreten ist, noch dazu in die SS, war jetzt niemand, wo man sagen müsste, den haben sie wirklich an den Haaren in den Laden ziehen müssen. Es gab ja viele Leute, die aus beruflichen Gründen sich so lange wie möglich gedrückt haben, in die NSDAP zu gehen, es dann aber getan haben, um eben im Beruf weiterzukommen oder. Also das gibt da wirklich die jeweiligen einzelnen Schicksale, die man sich da anschauen muss. Aber Bernhard zur Liebe Biesterfeld gehört sicherlich nicht zu diesen gezwungenen Mitgliedern der Partei. Noch dazu in die SS, naja, das braucht, glaube ich, keine weitere Erläuterung. 1935 hat er Juliana kennengelernt. Das Problem bei Juliana war, sie war eine sehr linksliberal eingestellte Frau. Sie hat studiert gehabt, sie hat ein Studium Generale mitgemacht an der Universität Leiden. Das kam aber dann nicht mehr wirklich zum Tragen. Also sie hat jetzt keine wissenschaftliche Karriere oder so etwas gemacht, sondern es war eigentlich, wie dann nachher auch bei ihrer Enkelin zum Beispiel, einfach, dass man Themen vertieft hat, dass man sich damit befasst hat, dass man zum Beispiel bei Jura mal reingeschaut hat, dass man bei Wirtschaftswissenschaften mal reingeschaut hat. Und das war so ihr Ding. Sie hat dann 1937 den guten Bernhard geheiratet, der in Kanada gegangen und haben dort praktisch durchgehalten, die eigene Bevölkerung ermutigt, sich nicht von den Deutschen unterkriegen zu lassen, von der Besatzung unterkriegen zu lassen und kamen dann erst nach dem Krieg wieder zurück. 1948 hat die gute Königin Wilhelmina, die ungemein beliebt war und hatte sozusagen die Idee der vier Freiheiten, also der Freiheit des Denkens, der Religion und so weiter mitgebracht und hat das zu einem Grundpfeiler ihrer eigenen Regentschaft gemacht. Und damit war sie ganz vorne mit dabei.
Was für Juliana, und das muss man auch dazu sagen, ein bisschen ein Problem war, war ihr Aussehen. Sie war eher eine, ja, plumpe junge Frau und war, als man einen Ehemann für sie gesucht hat, nicht besonders beliebt. Also der europäische Hochadel bzw. die männlichen Mitglieder des europäischen Hochadels haben sich jetzt also nicht gerade die Köpfe nach ihr verdreht. Und so war es schlussendlich, dass eben Bernhard zuliebe Biesterfeld, sagen wir es mal so, es war ein Downgrade. Ja, also er gehörte nicht wirklich zu dem Ehemann-Material, was man für eine künftige Königin gesucht hätte. Und von daher, sage ich mal, war diese Ehe so eine Geschichte, ich habe sie halt genommen. Und das, denke ich, ist kein guter Ausgangspunkt. Und in dem speziellen Fall hat sich's gewiesen, es war wirklich kein guter Ausgangspunkt. Ja, was macht man nun mit einem Ehemann einer Königin? Bernhard war so ein, er war ein Tausendsasser, er interessierte sich fürs Fliegen, er war ein begeisterter Reiter, er war, wie gesagt, eigentlich im Aufsichtsrat zum Mitglied, wo er schönes Geld verdienen konnte und im Prinzip so dachte man zumindest, so eine Art Frühstücksdirektor wäre. Er wurde auch Generalinspekteur der Armee der Niederlande und man mag es ahnen, da braut sich was zusammen. Wie sowieso die 50er Jahre geprägt sind für das niederländische Königshaus von Problemen. So war zum Beispiel Prinz Larin geraten. Ich musste sofort, als ich den Namen Gret Hofmanns gelesen, eine Königin bzw. Zarin, die ein krankes Kind zur Welt bringt, in dem Fall nochmals erschwert, dadurch, dass es eine tödliche Krankheit war im Fall der Zarenfamilie und dass es halt zu allem Überfluss eben mit dieser Bluterkrankheit den Zarewitsch, also den künftigen Zaren, getroffen hatte. Im niederländischen Fall war es eben diese Rötelinfektion und es war, ja, Gret Hofmanns. Blöderweise war Gret Hofmanns auch noch ausgerechnet durch Prinz Bernhard an dem Hof eingeführt worden und Hofmanns machte sich sehr schnell bei der Königin im Prinzip oder künftigen Königin im Prinzip unverzichtbar. Das heißt, sie wurde für Juliana eine Freundin, eine Vertraute, aber auch eine Frau, die politisch Einfluss genommen hat. Grete Hofmanns war eine überzeugte Pazifistin, war linksliberal orientiert, eben auch wie Juliana. Und von daher waren die Frauen ganz, ganz eng miteinander. Es war dann so, dass der Einfluss von Hofmanns immer intensiver wurde. Und das natürlich auch über die Grenzen Hollands bzw. der Niederlande hinaus Furore machte. An der Stelle eine kleine Erklärung, Holland, Niederlande. Wir haben uns ja angewöhnt, oft durch vielleicht mal Holland, aber dann wisst ihr genau, es ist ein Versprecher und in Wirklichkeit meine ich die Niederlande. Ja, also Gret Hofmanns wurde notorisch auch über die Grenzen hinaus und das Ganze führte zu einem großen Artikel im Spiegel, der da hieß Die Wunderheilerin. So, Problem dabei war, dass dieser Artikel oder dass man verhindern wollte, dass dieser sehr kritische Artikel in den Niederlanden gelesen würde. Also hat man dieses Heft, diese Ausgabe des Spiegels tatsächlich verboten in den Niederlanden. Jetzt wird natürlich so mancher sagen, klar, lustiger Versuch. Und das war es natürlich am Ende des Tages auch. Es war ein lustiger Versuch, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendjemand in den Niederlanden, der diesen Artikel lesen wollte, wirklich endgültig davon hätte abgehalten werden können. Interessanterweise war es, wie gesagt, Prinz Bernhard, der
Frau Hofmanns am Hof eingeführt hatte, also seine Frau mit dieser Heilerin zusammengebracht hatte. Und er war es tatsächlich auch, dem man nachsagte, er habe tatsächlich diesen Spiegelartikel gefüttert, beziehungsweise den Redakteur mit Informationen gefüttert, weil er wollte seine Frau dazu kriegen, sich von Hofmanns fernzuhalten, die vom Hof zu entfernen. Doch Juliana hatte das verweigert. Grete Hofmanns musste tatsächlich den Hof verlassen. Es gab eine Untersuchung zum Thema und schlussendlich musste Juliana auf ihre Freundin verzichten. Das Ganze traf mit Sicherheit in einer, ja, sagen wir mal, besonders schwierigen Phase ihrer Ehe. Und in einer Phase, wo sie sicherlich jede Freundin brauchen konnte, die sie bekommen hat. Denn, ich hatte es ja vorhin kurz erwähnt, Juliana war nicht gerade die Idealausgabe einer attraktiven Frau. Die Ehe hatte sich wohl auf sehr schwieriges Terrain begeben und so hatte Bernhard sich diverse, die Kasse kannst du ja deine Freundin nicht laufen lassen. Und insofern hat sich der gute Bernhard wohl nach anderen Einkommensquellen umgesehen. Gefunden hat er sie tatsächlich unter anderem bei der Firma Lockheed, die Starfighter hergestellt hat. Das Ganze wuchs sich zu einem enormen Skandal aus, denn Prinz Bernhard hat tatsächlich von Lockheed Schmiergelder kassiert dafür, dass er Deals mit der niederländischen Armee zustande gebracht hat. Also kurz gesagt, er war bestechlich, es wurden Schmiergelder angenommen und die in Millionenhöhe. Das Ganze war eine unsägliche Angelegenheit, die immer größere und größere Kreise gezogen hat, als sie bekannt wurde. Und es hatte, und das muss man halt auch dazu sagen, es hatte sich zuvor niemand vorstellen können, dass so etwas überhaupt möglich war. Weil, man muss jetzt dazu sagen, das niederländische Königshaus nagt nicht gerade am Hungertuch. Aber Bernhard brauchte halt Geld. So. Des Weiteren kam dazu nicht nur, dass er bestechlich war und Schmiergelder angenommen hat, sondern er hatte auch Kontakt zu, vorsichtig ausgedrückt, fragwürdigen Leuten. Unter anderem zu einem gewissen Tibor Rosenbehörde oder war einer der ganz großen Köpfe der Mafia in den USA. In Klammern gesagt, Meyer Lansky, eine hochspannende Figur, die zum Beispiel auch unter anderem Namen im Paten vorkommt und also praktisch kein halb historischer Spielfilm, der etwas auf sich hält, kommt ohne die Figur von Meyer Lansky aus. Und ich habe das große Glück, ich habe den Enkel von Meyer Lansky kennengelernt, der nun Museum. Da freue ich mich schon wahnsinnig drauf, vor allem auch, weil er ja so ein netter Wegbegleiter geworden ist und weil er so unglaublich viel über diese ganze, über die ganze Mafia so in den 40er, 50er Jahren weiß. Und also ich freue mich da wahnsinnig drauf, auch ihn persönlich dann mal zu treffen. Das wird bestimmt toll und ich lasse euch natürlich auch teilhaben. Das ist ja ganz klar, dass ihr dabei seid. Ja. Also solche Verbindungen hatte der gute Bernhard und er hat dann versucht, natürlich sich aus allem rauszufriemeln und irgendwie die ganze Sache zu retten, was allerdings schief geht, denn es gab eine Untersuchungskommission und da tauchte dann 1976 ein Brief, der 2 Jahre alt war, auf, wo Bernhard an Lockheed geschrieben hatte und darum gebeten, dass man ihm doch endlich seine Provision auszahlen solle. Und damit war praktisch auf der Hand gelegen, dass er sich hatte bestechen lassen. Die Starfighter, vielleicht erinnert sich der ein oder andere noch daran, waren auch deswegen so ungemein problematisch, weil die Dinger abgestürzt sind wie nichts Gutes und das Leben von sehr vielen Piloten gekostet haben. Und da kann man wirklich sagen, dass da auch Blut an Bernhards Händen geklebt hat. Denn dadurch, dass er diese Deals eingefädelt hat und mit den richtigen Leuten gesprochen hat und,
sind diese Flieger auch tatsächlich wohl schneller eingekauft worden, als es eigentlich gut gewesen wäre. Ja, wie ging das weiter? Er hat, ja, man muss sagen, er hat nirgendswo nicht die Hand aufgehalten. Er hatte seine Freundin, er hat sich bestechen lassen, er hat Schmiergelder zum Beispiel auch für, jetzt muss man sich auch mal vorstellen, wie weit seine Verbindungen gereicht haben. Er hat zum Beispiel über 1 Million Dollar dafür gekriegt, dass er Juan Perón, ihr wisst, und dazu noch, ich denke immer, wenn jemand im Privatleben sowas macht oder in einer privaten Position sowas macht, dann ist das eine Sache, das ist natürlich verwerflich und strafbar und brauchen wir nicht diskutieren. Aber wenn ich das dann auch noch mache, während meine Frau Königin ist und ich praktisch in diese Familie reingeheiratet habe und es ja auch nicht so war, als hätte ich nicht mit meiner Nazi-Vergangenheit einen massiven fetten Klotz am Bein gehabt, ja, wenn das... Das kommt ja alles noch zusammen und dann stehst du wirklich davor und denkst, sag mal, wie kommt eigentlich so eine nette Frau wie die gute Juliana, die so eine solche Menschenliebe hat und die wirklich so liberal eingestellt ist und die auch ihr ganzes Land so neu aufbauen hilft. Wie kommt die eigentlich zu so einem Sack von Ehemann? Also wenn hier irgendjemand über den guten Bernhard ein positives Bild hat und sagt, ja, aber der hat doch auch, dann darf er das gerne hier drunter schreiben. Ich freue mich wahnsinnig, aber ich kann momentan an dem Mann echt nichts Positives finden. Nee, echt nicht. Und das Ganze lief dann übrigens so, dass die Sache sich derartig zugespitzt hat, dass der Ministerpräsident Joop den Uyl, man korrigiere mich, mein Holländisch ist lückenhaft, dass der den Bernhard vor die Wahl gestellt hat, entweder von allen Ämtern zurückzutreten und sich ins Privatleben zurückzuziehen oder eben, wenn er darauf beharren sollte, in der Öffentlichkeit zu bleiben, seine Ämter zu behalten, dann würde eben gegen ihn offiziell ermittelt werden, dann würde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet werden und dann müsse er zwingend damit rechnen, vor Gericht zu landen. Juliana ihrerseits war darüber extrem schockiert. Sie war hoch verunsichert und hat schlussendlich der Regierung damit gedroht, den Thron zu verlassen und dann auch ihre Tochter Beatrix sozusagen mitzunehmen. Und Beatrix stünde dann auch nicht mehr als künftige Königin zur Verfügung. Ob das jetzt so ein sehr kluger Schritt war, weiß ich nicht. Zumal ja, wie gesagt, Juliana gewusst hat, was ihr Mann gemacht hat und dass sein Privatleben, weiß Gott, alles andere als unantastbar war. Und von daher denke ich halt, ob man dann so drohen muss, vor allem wenn sich dann eben so eine Lösung findet, die Prinz Bernhard dann auch angenommen hat. Er hat sich von allen Ämtern zurückgezogen und war natürlich endgültig und ultimativ beschädigt und damit natürlich auch die Regentschaft seiner Frau. Am 31.01.1980 ist Juliana dann zurückgetreten, nach einem wirklich, wirklich turbulenten Leben, nach einer turbulenten, skandalträchtigen Ehe und hat aber, wie es üblich ist, unter den zurückgetretenen niederländischen Königinnen den Prinzessinnentitel angenommen und hat aber noch diverse offizielle Termine gemacht für das Königshaus. Das sehen wir ja jetzt heutzutage auch bei Königin Beatrix, beziehungsweise Prinzessin Beatrix, wie sie jetzt korrekterweise heißt, dass die immer wieder in der Öffentlichkeit auftritt, ihren Sohn und dessen Familie unterstützt und eben ja sozusagen die Personaldecke etwas verdickt im Hause, was sie heute übrigens sehr gut macht. Ich fand sie früher immer sehr steif, sehr majestätisch und eigentlich sehr unnahbar. Das war zumindest das Bild, das ich von Beatrix hatte. Juliana dagegen habe ich als Kind immer und als Heranwachsende als sehr, sehr fröhliche, sehr heitere Frau wahrgenommen.
Und ja, das fand ich immer so ein bisschen strange und konnte mich mit Beatrix eigentlich nicht so wirklich anfreunden. Aber das hat sich inzwischen geändert. Also heute finde ich sie ganz großartig und denke, mein Gott, wäre sie bloß Jahre vorher schon so gewesen. Aber okay. Ja, kommen wir zu Beatrix. Beatrix hat ebenfalls studiert, allerdings hat sie schon ein bisschen einen Fokus gelegt, nämlich auf Soziologie, Jura, Wirtschaftswissenschaft, Verfassungsrecht, also alles Themen, die einem als künftiger Königin schon zugutekommen können. Das heißt auch, wir haben hier eigentlich Monarchen, die jetzt nicht zwingend in der Armee ihre Zukunft sehen, sondern eben Schiene. Ich persönlich finde es eine wirklich tolle Sache und es nötigt mir auch Respekt ab, weil es natürlich auch keine ganz ungefährliche Sache ist, wenn man sich so in die Öffentlichkeit begibt. Aber die Niederländer waren da ja schon immer ein bisschen tiefenentspannter. Beatrix lernte 1962 auf einem Silvesterball in Bad Driburg ihren späteren Ehemann Klaus von Amsberg kennen. Klaus von Amsberg war ein Karrierediplomat, wie man so schön sagt, mit einem großen Interesse für die Zusammenarbeit in der sogenannten Dritten Welt, in den Entwicklungsländern. Und die beiden haben sich, man kann sagen, nicht Knall auf Fall ineinander verliebt, eher im Gegenteil. Es hat nämlich einige Jahre gedauert, nämlich genauer gesagt bis 1965, bis die beiden sich sicher waren, dass sie diesen Weg gemeinsam fortsetzen wollen und sich verlobt haben. Vorausgegangen war ein Artikel im Daily Express, wo man ein Foto der beiden veröffentlicht hat, wie sie im Schlosspark gemeinsam Arm in Arm spazieren gehen. Und ja, dann nutzte halt kein Leugnen mehr was, da war klar, die beiden sind zusammen. Warum die beiden ihre Beziehung relativ lang geheim gehalten haben? Möglicherweise hängt es damit zusammen, dass Klaus von Amsberg tatsächlich in der Wehrmacht gewesen war als Soldat und zuvor bei der Hitlerjugend und Beatrix vielleicht nicht sicher war, wie das bei ihrem Volk ankommen würde. Die Bedenken waren gerechtfertigt. Es kam nämlich nicht gut an. Es gab diverse Widerstände, Proteste, es kam sogar zu Unterschriftensammlungen gegen eine solche Heirat. Im Parlament wurde debattiert, es wurden Historiker herangezogen, die die Vergangenheit von Klaus von Amsberg untersuchen sollten. Die kamen zu dem Ergebnis, dass er nun kein Nationalsozialist war, dass er kein Antisemit war, dass er also im Prinzip, ja, er war halt dabei, so. Und insofern auch Klaus von Amsbergs späterer Lebensweg, er war zum Beispiel lebenslang eng befreundet mit dem späteren Botschafter Israels in Deutschland, er war sehr im Thema Dritte Welt engagiert, also er hat praktisch alles getan, um seinen Ruf herzustellen, nicht wiederherzustellen und sich eben als Ehemann der künftigen Königin zu bewähren. Und damit war er auch sehr erfolgreich, Pfeifchöre. Und es waren halt wirklich, man muss sich's halt auch überlegen, es waren gerade mal 20 Jahre nach Ende des Weltkriegs. Und da waren halt diese ganzen Emotionen noch sehr, sehr massiv. Und sicherlich haben sich auch viele Niederländer gefragt, gab's da keinen anderen? Ja, hast du echt keinen anderen gefunden als diesen Deutschen? Musste das jetzt sein? Und guck dir mal deinen Vater an und so, ist ja auch nicht gerade so die Wuchtbrumme, ne? Also es war alles sehr, sehr problematisch und ja, Klaus hat im Nachgang hart gearbeitet, hat schwer mit Krankheiten wie Depressionen und Parkinson zu kämpfen gehabt und hat trotzdem wirklich jedes Milligramm freie Energie, das er hatte, für sein neues Heimatland eingesetzt. Und das mit großem Erfolg. Er war ungemein beliebt bei den Niederländern. Und ich erinnere mich noch, als ich in Delft vor Jahren,
mal war, bin ich auch dort in die Kirche gegangen, wo die große Grablege der Oranier ist. Und da lief auf einer großen Bildschirm lief ein Film ab, der so die ganzen Beisetzungen im niederländischen Königshaus dort in Delft zeigte, unter anderem auch mit einem ganz breiten, mit einer ganz breiten Anteil an dieser Dokumentation, die Beisetzung von Klaus von Amsberg. Und da hat man wirklich gesehen, auch an den Reaktionen der Leute in der Kirche, die da wirklich stehen geblieben sind und die offensichtlich wirklich bewegt waren und die auch wieder offensichtlich dran zurückgedacht haben, wie sie selber seine Beisetzung erlebt haben und ihn sehr verehrt haben. Und das ist, denke ich, bis zum heutigen Tag so geblieben. Er ist in die Geschichte eingegangen als der traurige Prinz, eben wegen seiner Depressionen. Er hatte dann zwischendurch auch wieder Phasen, wo es ihm besser ging, wo er auch sehr aktiv war. Hat tatsächlich auch gelernt aus dieser Depressionserkrankung ihres Mannes und hat dann später dem japanischen Kaiserhaus geholfen. Ich hatte es ja eben, und eben von diesem ganzen Druck vor der Hand mal befreit waren. Das war so die Lehre, die offensichtlich Beatrix aus der Erkrankung ihres Mannes gezogen hatte. Und das, muss ich sagen, finde ich wirklich absolut bemerkenswert, dass jemand etwas lernt und dann rausgeht und anderen damit hilft. Wenn wir jetzt, da hatte ich ja vorhin schon mal kurz gesagt, es gibt Unterschiede zwischen dem holländischen Königshaus und zum Beispiel dem englischen Königshaus. Im holländischen Königshaus war es noch von Zeiten Königin Beatrix so, dass die Königin, beziehungsweise wenn es denn einen gab, König, massiv Einfluss nehmen konnte auf die Politik. Wie kam es? In den Niederlanden gingen Wahlen meistens ohne einen klaren Sieger aus. Das heißt, es muss jemand zur Regierungsbildung berufen werden. Diese Berufung hat immer die Königin gemacht. Und zwar nach eigenem Gusto. Ja. Das heißt, es war also kein Parlament da, was gesagt hat, wir schlagen dir den und jenen Mehrheitsführer vor, bitte berufe den oder beauftrage ihn mit der Regierungsbildung, sondern es lag wirklich ganz bei Beatrix. Und Beatrix hat als Königin diese Möglichkeiten wirklich bis an die absoluten Grenzen ausgelotet. Und das war dann irgendwann so, dass das Parlament gesagt hat, so geht's nicht. Und daraufhin wurden dann die Möglichkeiten des Monarchen bzw. der Monarchin entschieden, ich sag mal, beschnitten. Wir sprechen in diesem oder beziehungsweise die Politikwissenschaftler sprechen in den Niederlanden dementsprechend von einer Black Box, weil niemand so genau weiß, wie weit eben die Macht des Königs oder der Königin geht, wie weit der Einfluss geht. Ich habe es vorhin schon mal gesagt, die niederländische Königsfamilie nagt nicht am Hungertuch. Das heißt, es geht ihnen ausgesprochen gut. Ihr Privatvermögen von Prinzessin Beatrix wird auf zwischen, und jetzt haltet euch fest, 250 Millionen bis je nach Schätzung 2,5 Milliarden Euro geschätzt. Also das ist bei Shell, aber das kann man glauben und man kann es lassen. Die niederländische Königsfamilie lebt nicht ganz ungefährlich, denn im Jahr 2009 gab es ein Attentat. Aber daher kann man verstehen, wenn zum Beispiel bei der Kronprinzessin Amalia das Studium, nachdem Drohungen aus dem Bereich des organisierten Verbrechens gegen sie bekannt wurden, man wollte sie ermorden und entführen und so weiter, dass man sie da eben aus der Universität rausgenommen hat, aus ihrer Studentinnen-WG rausgenommen hat und sie wieder sozusagen bei Mama und Papa in Amsterdam einziehen musste. Niederlanden nicht alles so nett und goldig und tulpenschön, wie wir das oftmals von außen betrachtet sehen. Ja, Beatrix und Klaus von Amsberg, der dann umbenannt wurde, nachdem er einen niederländischen Pass bekommen hatte, in Van Amsberg,
hatten 3 Kinder und es war wichtig, dass der gute Klaus einen Niederlassung, sonst wären nach damaligem Recht die Kinder nicht thronfolgeberechtigt gewesen. Sie haben dann, wie gesagt, 3 Söhne bekommen, als erstes Willem Alexander, dann seinen Bruder Johann Friso und zum Schluss Konstantin. Und mit diesen 3 Söhnen, Konstantin ist eigentlich relativ unauffällig, aber wir haben natürlich im Jahr 2013 mit Johann Frisos Tod einen unglaublichen, aber eins nach dem anderen. Wir wissen ja, Königin Beatrix mit ihren 3 Söhnen, einem schwerkranken Mann, hatte mit Sicherheit kein einfaches Leben. Und dieses nicht gerade einfache Leben schien mit seinen Problemen kein Ende zu finden. Es war nämlich so, dass Johann Friso sich in Mabel Wissesmith verliebt hatte. Und die junge Frau war eigentlich eine gute Wahl, weil sie war nett, sie war umgänglich. In den Niederlanden nicht mehr ganz so begeistert von Mabel. Das Ganze führte dann zu einer Debatte im Parlament und Johann Friso sagte, das ist mir völlig egal, wie das ausgeht. Ich werde nicht von meiner Frau lassen. Ich werde sie heiraten und da gibt es für mich gar kein Vertun. Die Konsequenzen waren, er verlor den Titel Prinz der Niederlande, er verlor seine Position in der Thronfolge und er musste im Prinzip als Privatmann den Rest seines dann doch sehr kurzen Lebens fristen, weil das Parlament die Zustimmung zu dieser Eheschließung verweigert hat. Er hat dann, wie gesagt, doch geheiratet, Brett gelöst, eine Lawine ausgelöst und im Gegensatz zu dem Hotelier, der einen Airbag hatte, ein Skifahrer-Airbag, der dafür sorgt, dass du bei einer Lawine nach oben gehoben wirst und dann praktisch auf der Lawine ins Tal runterrutschst. Johann Friso hatte nur einen Notfallbieper. Der Hotelier hat sofort Hilfe gerufen, hat auch selbst ohne irgendwas dazu zu haben, Schaufel oder irgendetwas, angefangen, nach seinem Freund zu graben. Aber nichtsdestotrotz war Johann Friso mehrere oder längere Zeit praktisch im Schnee eingeschlossen, vom Sauerstoff abgeschnitten. Man konnte ihn ausgraben, am Leben erhalten, aber er galt als nicht zu retten. Er wurde dann nach London verlegt in eine Spezialklinik, zuerst nach Innsbruck, dann nach London in eine Spezialklinik. Die Ärzte haben festgestellt, es gäbe 0 Chancen, dass er nochmal zu Bewusstsein kommt. Und am 9.7.2013 hat man ihn dann nach Houston-Bosch in die Niederlande gebracht, also ins Schloss seiner Mutter, wo er dann am 12.8.2013 verstorben ist. Weil er zuvor eben für seine Heirat auf alle royalen Eigenschaften verzichtet hatte, hat er auch kein Staatsbegräbnis bekommen, sondern wurde ganz in der Nähe vom Schloss Drakenstein und damit war er dann auch in der Nähe seiner Mutter. Es war ein enorm, enorm tragisches Ereignis. Es war alles in einer Zeit, wo wirklich die Königsfamilie so heimgesucht war. Und dann kam das noch on top. Und Mabel, die sich wirklich zwischenzeitlich auch die Sympathien genauso wie ihr verstorbener Schwiegervater erarbeitet hatte, stand plötzlich, wenn man das sieht, was da abgelaufen ist. Es war einfach nur eine ruhigere Richtung tun konnte. Und ich denke, dass das Bild, das von Beatrix auch bei mir hängen geblieben ist, wohl nicht zuletzt deswegen kam, weil sie eben diese ganze furchtbare Last auch von der Krankheit ihres Mannes auf ihren Schultern getragen hat. Und dadurch, dass sie auch politisch wesentlich mehr Einfluss nehmen konnte als andere Könige in Europa, denke ich, war sie sich auch dieser Verantwortung immer bewusst und die hat sie sicherlich auch nicht wirklich ruhen lassen.
Klaus von Amsberg, nochmal, um kurz auf ihn zurückzukommen, war auch deswegen, fiel mir nämlich jetzt gerade ein, bei den Niederländern so beliebt, weil er so wirklich lustige Aktionen gemacht und die weggeworfen. Und das waren halt so, das war so ein typischer Klaus von Amsberg, der übrigens, als er die niederländische Staatsbürgerschaft gekriegt hatte, wurde aus dem von Amsberg ein Fun. Also nicht wundern, deswegen haben seine Söhne zum Beispiel auch den Nachnamen Mynheer van Amsberg, weil vom Papa. Also das machte Klaus einfach so dear to our hearts. Er war einfach großartig. Ja, dann kam es zu Willem Alexander und zack, haben wir schon wieder ein Frauenproblem. Und dieses Frauenproblem war den Niederländern teilweise nämlich gar nicht unbekannt, denn die zwei Schwestern von Königin Beatrix haben seinerzeit auf die Thronfolge verzichtet oder ihren Platz in der Thronfolge verzichtet, weil sie ihre Eheschließung nicht vom Parlament absegnen lassen wollten und dann auch noch zum katholischen Glauben übergetreten sind und damit waren sie raus. Also, wir sehen, die Holländer sind Qualen gewöhnt mit ihren Königs. Aber Willem Alexander, naja, er war angetreten als Prinz Pilzje, vielleicht erinnert man sich noch dran, weil er als begeisterter Pilztrinker berühmt wurde, berüchtigt auch sein Kampftrink mit Vlad leben geblieben ist ihm, als er Maxima Zorjageta aus Argentinien kennenlernte. Die war sofort seine Herzensdame und wie Wissung zu geben. Und das Ganze ging so weit, dass Willem Alexander an den Punkt kam, dass er sagte, okay, wenn diese Zustimmung verweigert wird, wenn man mir solche Steine in den Weg legt, und dann werde ich auf meine Position als Thronfolger verzichten. Dann soll es jemand anderer machen. Und dieser Druck war dann wohl so, dass man gesagt hat, okay, man überprüft die ganze Sache. Ach, man hat dann dabei festgestellt, dass ihr Vater eigentlich nur ein kleines Licht gewesen sei in der Verwaltung und alles gar nicht so problematisch und hat dann schlussendlich diese Eheschließung abgenickt. Ja, am 2.2.2002 war dann in Amsterdam die große Hochzeit und ich glaube, es gibt niemand da draußen, der sich nicht an diese wunderschöne Feier erinnern würde, mit einem der glücklichsten Brautpaare, die ich überhaupt jemals gesehen habe, strahlend gelöst, Vater nichts vorwerfen, dann muss man ihn mitmachen lassen oder man kann ihm was vorwerfen und dann kann die Hochzeit halt nicht stattfinden. Wobei ich es persönlich enorm fragwürdig finde, die Kinder sozusagen für die Sünden der Eltern bezahlen zu lassen. Das ist was auch irgendwie so meinem Verständnis der Niederländer und ihrer Lebensart völlig zuwiderläuft. Ja, also ich habe die Niederländer bis jetzt immer eher als tiefenentspannt kennengelernt, als sehr, sehr ordentlich, sehr auf den Punkt, sehr diszipliniert, aber doch auch wirklich irgendwo bei solchen Sachen eher, ja, komm, lass gut sein. So, vielleicht habe ich es falsch aufgefasst, ich weiß es nicht. Aber es war halt wirklich ein Thema. Und ja, es war nicht das Letzte, was den beiden auf die Füße gefallen ist, denn im Jahr 2007 ging es weiter. Da haben sie nämlich in Mosambik eine Ferienvilla gekauft, auch wieder nicht ganz billig. Und das traf auf große Kritik, weil das geschah mitten in der Finanz- respektive Wirtschaftskrise, Weltwirtschaftskrise. Und da waren die Holländer, und da muss ich jetzt wirklich sagen, Niederländer, und da muss ich jetzt wirklich sagen, zu Recht nicht begeistert, denn du kannst nicht hingehen und kannst, ich sag jetzt mal, mit deiner Kohle protzen als König, Königin, künftiger König, Königin, wenn dein ganzes Land derartig zu kämpfen hat. Das ist einfach,
Ich meine, man kann sagen, klar, die haben zig Millionen, wenn nicht sogar Milliarden auf der hohen Kante, können sie auch mitmachen, was sie wollen. Ja, aber es ist am Ende des Tages komplett taktlos. Es ist völlig undiplomatisch, kein Händchen fürs Thema und auch in einer Art und Weise fern vom Volk, dass es einem fast den Atem verschlägt. In dieselbe Kerbe wurde dann geschlagen während Corona, als sich die holländische Königsfamilie auf ihr Anwesen in Griechenland oder Mallorca, sag mal, jetzt aber, egal. Jedenfalls haben sie sich dorthin zurückgezogen und das wurde auch kritisiert, obwohl es eigentlich nicht gegen irgendwelche Corona-Regeln verstoßen hat. Es war halt mal wieder, ja, es war halt gedankenlos und doof. Und am Ende des Tages muss man dazu sagen, dass wenn sie halt solche Dinger geleistet haben, dann mussten sie halt danach immer wieder schwerst kämpfen, um wieder die Sympathien für sich zu gewinnen. Das machen sie mit schöner Regelmäßigkeit und ich hoffe wirklich für diese enorm sympathische Königsfamilie, dass dann irgendwann mal auch bei ihnen der Groschen fällt und sie halt ein bisschen anfangen, diplomatischer zu werden und ein bisschen mehr drüber nachzudenken, welches Bild bestimmte Aktionen dann in der Öffentlichkeit hinterlassen. Tatsächlich hat aber Willem Alexander in vielen Punkten die Botschaft verstanden, so auch was das Thema Sklaverei und Kolonien angeht. Denn da hat er im Jahr 2023 sich offiziell entschuldigt und hat das Ganze auch dann eben für sich thematisiert. Das ist natürlich, diese ganze Kolonialfrage ist natürlich eine auch in den Niederlanden noch recht frische Angelegenheit, weil zum Beispiel ein Großteil der Kolonien sich vor nicht allzu langer Zeit von den Niederlanden losgesagt hat und das Thema auch in den Niederlanden keineswegs aufgearbeitet wurde. Ich möchte jetzt nicht auf die ganzen politischen Verwerfungen hinweisen, auch im Zusammenhang mit internationalen Einsätzen bei den Friedenstruppen, wo die niederländische Armee massiv versagt hat, um das mal enorm freundlich auszudrücken. Also wo man, um es wirklich nur mal anzutippen, ja, falls ihr euch für solche Themen interessiert und da vielleicht ein bisschen weiter nachgucken wollt. Es gab Massaker bei den Einsätzen und die niederländischen Friedenstruppen haben sich auf die Position zurückgezogen. Wir dürfen hier nicht mit Waffen kämpfen. Wir dürfen keinen wirklichen Kriegseinsatz machen und haben praktisch bei den Massakern an wehrlosen Zivilisten tatenlos zugesehen. Und das sind so Sachen, wo man sagt, okay, oder wo ich für mich persönlich sage, okay, ich kann mir die Königshäuser angucken unter den Vorzeichen von Diamanten und Strahl und toll und nett, aber ich muss auch immer ein offenes Auge dafür haben, wenn in einem Land etwas nicht richtig läuft. Und ich persönlich nehme mir das Recht heraus, auch solche Dinge anzusprechen, wenn ich denen jetzt auch nicht vielleicht den ganz großen Platz gebe, weil ich mich damit auch nicht intensiv genug auseinandergesetzt habe und auch finde, da gibt's Kanäle und gibt's Plattformen, die damit wesentlich besser umgehen, die da wesentlich besser informiert sind und das auch wesentlich besser rüberbringen können, als ich hier mit meinem Kronentee und Tradition. Es hat alles seinen Platz, aber man muss halt immer gewahr sein, dass nicht alles Gold ist, was glänzt und da dann halt einfach ein Auge drauf haben. Insofern möchte ich an dieser Stelle mich bei euch bedanken für eure Aufmerksamkeit. Wenn euch noch Sachen einfallen zur holländischen Königsfamilie, wo ihr sagt, wieso hast du das nicht gebracht, dann bitte, bitte, bitte hier unten rein. Und ansonsten werde ich definitiv nicht den letzten Film über die Royals gemacht haben, denn ich denke gerade Maxima, die ja meinem Herzen so nah ist und die ich so furchtbar gerne mag, über die gibt es sicherlich noch
viel mehr zu berichten, zumal über ihre Mode und auch über ihre Art, wie sie mit Menschen umgeht, wie sie auf Menschen zugeht und so. Das ist einfach so fantastisch und da können wirklich viele, viele andere davon lernen. Und ja, also von daher, da kommt 1 Milliarde %, da kommt nochmal ein Maximalfilm und nicht erst, wenn Amalia übernommen hat. Also von daher, seid gespannt. An der Stelle auch der Hinweis, das hier ist wieder so ein Film, wo die Royalistas so ein kleines bisschen die Nase vorne hatten, denn ich werde den Film schneiden und hochladen, zunächst für die Royalistas und dann freigeben nach einer entsprechenden Wartezeit für das allgemeine Publikum. Das heißt, wenn ihr Royalista werden wollt, habt ihr den Vorzug, dass ihr auch Filme einfach früher sehen könnt als alle anderen, auch früher kommentieren könnt. Und vielleicht ist es ja für die ein oder andere so ein kleiner Hinweis, könnte ich mal machen, ausprobieren, weil da gibt es dann auch extra Content. Es gibt an jedem zweiten Donnerstag im Monat unseren Royalista-Plausch. Der wird dieses Mal im März zum ersten Mal stattfinden. Ich hoffe, es macht Spaß und wird einfach cool. Ich würde mich tierisch freuen. Und ja, ansonsten vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und noch einen wunderschönen Tag einfach. Bis denn. Tschüss.